Moin zusammen. Herzlich willkommen hier bei Johns MOBA. Heute geht es wieder um Märklin-Neuheiten. Und zwar die Sommerneuheiten 2022 wurden von Märklin gerade vorgestellt. Und ich dachte, das ist doch eigentlich die perfekte Gelegenheit, um mich zurückzumelden. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Ich habe so eine leichte Modellbahn-Detox-Phase gerade gemacht. Und ich kann euch versichern, es ist keine körperliche Sucht, also wenn ihr es tatsächlich mal 2 Wochen durchhaltet, keinen Zug zu bewegen. Zumindest ich hatte keine körperlichen Entzugserscheinungen. Allerdings so ein bisschen geistige Entzugserscheinungen natürlich schon. Da passt es doch perfekt, dass Märklin jetzt die Sommerneuheiten 2022 angekündigt hat. Es hat ja schon so ein bisschen Tradition, dass ich mit euch hier den Katalog einmal durchgehe. Und heute gibt es viel Meinung, ein bisschen weniger Ahnung als in den anderen Modellbahn-Videos, wo es auch viel um Historie geht oder so. Das heute natürlich ein bisschen weniger. Viel meine Meinung zu den Modellen, zu den Neuheiten, auch vielleicht ein paar Empfehlungen. Und mir ganz wichtig auch das Thema Pricing, Preise. Denn dem einen oder anderen ist es ja aufgefallen, dass wir in einer Phase der Inflation jetzt gerade leben. Das heißt also, wenn man einkaufen geht, plötzlich fühlt sich alles mindestens immer 20% teurer an. Die Gaspreise steigen, die Strompreise steigen und so weiter und so fort. Und wir haben ja alle schon letztes Jahr erwartet, dass die Preise im Modellbahnbereich auch massiv ansteigen werden. Es wurde auf vielen YouTube-Kanälen darüber schon gesprochen, dass die Transportkosten aus Asien sich vervielfacht haben und ähnliches. Und ich habe jetzt mal so ein bisschen rausgesucht, was einige vergleichbare Modelle letztes Jahr noch gekostet haben im Vergleich zu dem, was sie heute kosten. Und da können wir sehen, wie groß ist eigentlich der Unterschied bei Märklin tatsächlich. Also hat diese inflationäre Phase, in der wir jetzt gerade sind, schon einen Impact auf diese Preise oder eher noch nicht? Und das ist auch ein ganz großes Thema, das machen wir jetzt. Ich nehme euch mal mit. Wir starten rein in die Sommerneuheiten 2022. Als erstes auf der Startseite sehen wir jetzt hier schon eine Schweizer Lok, und zwar eine 420, Baureihe 420 kann man sagen. Denn auch in der Schweiz ist dieses Jahr Jubiläum, 175 Jahre Schweizer Eisenbahn. Es gibt ja nicht nur das Schweizer Eisenbahnjubiläum, sondern auch das dänische. Das ist hier auch abgedeckt, auch in Dänemark 175 Jahre Eisenbahn. Also an sich finde ich schon echt eine lange Zeit. Also 175 Jahre ist schon eine ganz schön lange Zeit. Ich habe auf dem Kanal hier auch ein Video zu der ersten Schweizer Eisenbahn, der spanischen Brötli-Bahn, wie sie so schön heißt. Da gab es mal ein Modell von Märklin. Das habe ich euch mal vorgestellt, ist jetzt hier auch nochmal verlinkt. Diesmal gibt es neue Lokomotiven. Und das ist auch schon das erste hier. Zwar gibt es diese 420er Jubiläumslokomotive in der entsprechenden Lackierung, in verschiedenen Baugrößen, und zwar in H0, in Trix, also Gleichstrom als auch Wechselstrom, also Zweileiter und Dreileiter. Und dann gibt es das Ganze auch nochmal in der Baugröße Z. Was auch hier ein bisschen jetzt nochmal beschrieben wird, das seht ihr hier in der Mitte, das ist dieses Thema Antrieb auf 4 Achsen, Mittelmotor. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, denn eigentlich dachte ich, dass das jetzt schon Standard ist bei Märklin, dass der Motor eigentlich in der Mitte ist bei den Lokomotiven und nicht mehr über einem Drehgestell wie früher. Aber anscheinend ist es doch noch nicht bei allen Lokomotiven so der Standard, sondern da gibt es auch noch Ausreißer nach unten wohl. Ansonsten haben wir hier die Übersicht mit den Seiten. Was haben wir vor uns? In Summe 40 Seiten inklusive Impressum über alle Spurgrößen, außer jetzt LGB in diesem Katalog hier. Wieder am Start die MHI-Themen, dann kommt das Thema Märklin H0 und dann kommen wir zum Thema Spur Z und 1. Schauen wir mal, wie lange wir heute brauchen. Und auch hier am Anfang nochmal der Hinweis, dass die Modelle kein Spielzeug sind, sondern erst ab 15 Jahren empfohlen werden. So, ja, und das Erste, ihr habt es ja wahrscheinlich schon in dem Video von Märklin gesehen, was fast jeder von euch gesehen hat. Das Thema Vectron geht weiter. Also irgendwie
haben wir ja in jedem Katalog jetzt mindestens ein Vectron-Modell drin. Hier jetzt in der Variante von der Deutschen Bundesbahn mit einer entsprechenden Bedruckung, das ist grün. Preislich 359 Euro. Das ist exakt der gleiche Preis, um das mal anzubringen, wie die Vectrons von vorher. Das heißt also, hier hat jetzt eine Inflation, die jetzt gerade stattfindet, überhaupt keinen Impact auf den Preis. Kostet exakt dasselbe hier. Und ich glaube, die Funktionen sind ein bisschen abgegradet, wenn ich das hier richtig sehe. Da gibt es ein ganz bisschen mehr. Was ich jetzt interessant finde, ist, das seht ihr hier, die Lokomotive ist bei Märklin schon ausverkauft. Ja, ob man die dann noch extra bewerben muss im Katalog, wenn die schon ausverkauft ist, gute Frage. Passend dazu gibt es dann drei Wagen, beladen mit Holz, sollen in Summe laut Märklin so eine Art ja, Öko-Zug darstellen, weil halt Holz geladen ist. Ja, ich finde Rungenwagen immer sowieso grundsätzlich cool, muss ich ehrlich sagen. Weil da kann man alles raufpacken. Rungenwagen haben immer was. Was ich jetzt nicht so schön finde, ist, das sind drei Rungenwagen mit so ein bisschen Holz drauf. Die haben einen UVP von 200 Euro. Das finde ich unabhängig vom Thema Inflation oder ähnlichem schon für drei eigentlich Flachwagen mit so ein bisschen Holz drauf schon eine Ansage. Ich denke trotzdem, dass die sich gut verkaufen werden. Das ist ja meistens bei diesen MHI-Modellen so. Ja, dann haben wir das hier, April-Scherz-Modell. Das wurde irgendwie von Märklin mal so zwischendurch angekündigt. Ja, zwei amerikanische Kesselwagen passen ganz gut zu diesen amerikanischen Loks. Das Problem ist allerdings, es gibt halt nur diese Kesselwagen für 90 Euro dann und nichts weiter. Und ja, für den ganzen Zug bräuchte man halt irgendwie mehr Wagen. Und mir fehlen so ein bisschen, wenn ich jetzt mehr von diesen US-Loks hier habe, immer mal wieder die US-Anhänger. Vielleicht auch mal so ein schöner Güterzug-Begleitwagen, so ein Caboose, wie er dann ist, so mit diesem Kasten auf dem Dach oder so. Das gibt es halt alles gar nicht. Anstattdessen gab es jetzt hier zwei so Kesselwagen, die man irgendwie an diese Loks ranhängen kann. Damit kann man halt auch nicht so viel anfangen dann. Dann gibt es einzelne Güterwagen hier mal wieder. Gedeckter Güterwagen, Telefunken. Wir sind jetzt inzwischen bei einem Preis von 37,99 für einen einzelnen Güterwagen. Dagegen sind eigentlich hier diese Schoko-Modelle schon wieder Schnäppchen. Empfehlen kann ich euch auf jeden Fall diesen Kirovets K700. Allerdings nicht in der Version, wie er hier ist, sondern in der Version ohne Zwillingsbereifung. Hier haben wir Zwillingsbereifung. Bekommt ihr manchmal auch im super Angebot bei Amazon. Ist unter dem Video verlinkt. Der ist ideal geeignet als Ladung zum Beispiel für so Schwerlastwagen oder ähnliches. Wenn ihr da jetzt nicht immer Panzer drauf fahren lassen wollt oder so, dann könnt ihr auch mal sowas da drauf stellen. Und dann sind wir schon hier bei der 39377 Baureihe 101. So sieht der aus. In einer ganz interessanten Werbebedruckung, und zwar als quasi Werbung der sächsischen Dampfbahnen. Die Dampfbahnroute ist tatsächlich in Wirklichkeit extrem spannend. Also kann ich jedem ans Herz legen, der sich irgendwie für so Dampfeisenbahnen interessiert. Es gibt in Sachsen noch ganz, ganz viele oder im Verhältnis viele Schmalspur-Dampfbahnen, die auch tatsächlich betrieben werden, mit denen man mitfahren kann. Ansonsten ist das jetzt hier kein übermäßig besonderes Modell. Also da steckt jetzt nichts irgendwie an Hightech drin. Das ist einfach mit einer Führerstandsbeleuchtung, eine gute Elektrolokomotive, preislich 379. Ich würde, wenn ich jetzt nicht unbedingt diese Bedruckung haben will und ich mir nicht ganz sicher bin bei dem Modell, immer zur Vectron tendieren momentan, weil da kriegt man für 20 Euro mehr deutlich mehr Beleuchtungsfunktionen und aus meiner Sicht auch mehr Details, hat aber natürlich jetzt nicht diese Bedruckung. Aber müsst ihr wissen, wenn ihr die Bedruckung haben wollt, ist das natürlich ein schönes Modell. Ansonsten wäre jetzt meine Tendenz immer eine Vectron eher. Und jetzt sind wir schon wieder beim Thema Schweiz.
Und zwar gibt es diese schöne Lokomotive hier, die hat selber auch Geburtstag. Das ist eine Elektrolokomotive der SBB, wird 70, wie ihr hier sehen könnt, ist ein Museumszugmodell. Das heißt, die gibt es auch heute noch tatsächlich. Und die wurde jetzt umgebaut, also das Modell gab es vorher schon von Märklin, dass wir jetzt den Motor in der Mitte haben. Erstmalig mit Mittelmotor und Antrieb auf 4 Achsen. Ob das jetzt so ein Werbepunkt ist, dass man sagt, das ist jetzt endlich mal auf der Höhe der Zeit. Schwierig. Ich glaube, das Modell ist eigentlich ganz schön gelungen, obwohl man hier auf dem Foto noch nicht viel erkennen kann, weil das so eine, ja, es scheint noch so ein 3D-Druckmodell zu sein. Oder Abbildung zeigt Stereolith-Handmuster. Deswegen sieht das hier auch noch so ein bisschen wenig detailliert aus. Ich glaube, das Modell wird schon cool. Was mir hier halt fehlt, ist jetzt wieder so das Highlight. Also man hat irgendwie an den Formen rumgebaut, man hat den Motor in die Mitte gebaut. Das Modell ist mit Sicherheit von A bis Z solide. Aber es fehlen so ein bisschen so die Highlights, dass man sagt, zum Beispiel die elektrisch hebbaren Pantographen oder ähnliches. Das ist hier halt dann irgendwie nicht mit dabei. Es gibt eine Führerschanz- und Maschinenraumbeleuchtung, das ist auch okay, aber aus meiner Sicht sollte das bei einer Lokomotive für 420 Euro irgendwie auch so langsam Standard sein, weil so eine LED, die dann angeschlossen wird an die Platine, das sind ja, wenn überhaupt, Centbeträge. Also es ist wahrscheinlich einfach nur eine Frage, ob man im Design das von vornherein mit reinplant oder nicht. Und da wundert es mich, wenn man es eben nicht tut. Ja, ansonsten ist das Ganze eben im Idealfall eine Ganzzugveranstaltung, denn es gibt hier sozusagen so schöne Wagensets passend zu der Lokomotive. Und dann kann man diesem berühmten Gotthard-Passzug, wenn man so will, oder Gotthard-Tunnelzug dann nachstellen. Ja. Also ich finde das Modell schon cool. Ich bin jetzt nicht der Typ für Schweizer Eisenbahn. Wisst ihr, ich habe hier Flachland, Dänemark. Mir fehlt noch so ein bisschen das Highlight, außer dass der Motor in der Mitte sitzt. Ja. So, jetzt sind wir schon bei der 420, auch aus der Schweiz. Das war das, was ich euch ganz am Anfang vorgestellt habe, die Lok, die es in allen verschiedenen Baugrößen gibt, die eben hier speziell bedruckt ist zum Thema 175 Jahre Schweizer Eisenbahn. Das ist natürlich jetzt so ein Teil, wenn ihr Schweizer Eisenbahn macht mit eurer Anlage oder euch dafür interessiert, ist es mehr oder weniger ein Must-Have, denke ich. Ähnlich wie später die Litra, die ich euch hier auch mal vorgestellt hatte, wenn ihr euch für dänische Eisenbahn interessiert. Ist aktueller Betriebszustand, also so wie die Lokomotive heute durch die Gegend fährt und ist eben genau eine Abbildung des Originals 175 Jahre Schweizer Eisenbahn, wie das jetzt in der Schweiz gefeiert wird. So gesehen wichtig. Führerstandsbeleuchtung, Maschinenraumbeleuchtung haben wir auch wieder mit dabei. Und ansonsten aber auch technisch gesehen wieder kein Highlight. Also der Standard. Der Standard bei Märklin ist natürlich fachlich extrem hoch, was die Menge der Funktionen angeht, was die Lichter angeht und so weiter alles, ja. Das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Nur mir fehlt irgendwie so der, wo ich sage, das hebt die Lokomotive jetzt hervor, außer der Optik. 375 Euro ist allerdings ein guter Preis. Also da kann man nicht sagen, dass der Preis irgendwie zu hoch ist im Verhältnis zu den anderen Lokomotiven, sondern er steht schon absolut im Verhältnis. Und es ist eben ein Modell, was es auch im Original mit genau dieser Bedruckung quasi gibt. Hier ist auch nochmal ein Foto von dem Original. Also schon, wenn ihr euch mit Schweiz beschäftigt, ein Thema für euch. Jetzt kommen wir zu etwas, was aus meiner Sicht tatsächlich eins der Highlights in gewisser Weise ist. Und zwar ist das dieses Kesselwagen-Set. Denn ich finde, die sind wirklich gut gelungen. Und sie sind im Verhältnis, ja, und jetzt nagelt mich hier nicht an die Wand dafür, sie sind aber im Verhältnis recht günstig mit 139 für 3 Wagen. Und warum sage ich jetzt, dass es 140 Euro für 3 Wagen ist günstig? Es
bezogen auf die sonstigen Preise, die auch am Markt aufgerufen werden. Also ihr könnt locker für einen Wagen der Art auch 60 Euro so bezahlen oder 50 Euro irgendwo so bezahlen, wenn er nicht von Märklin kommt. Und hier haben wir einen UVP von 139, das heißt, den kriegt ihr realistisch dann nochmal für ein 20 weniger wahrscheinlich am Markt. Und dann habt ihr hier für 119 Euro um und bei 39 Euro wahrscheinlich am Ende pro Kesselwagen ein echt ordentliches Set. Also deswegen denke ich, das ist ein Tipp auf jeden Fall, den ihr vielleicht jetzt auch gar nicht so im Kopf hattet, wenn ihr aktuelle Kesselwagen braucht. Günstig ist es natürlich nicht. Klar, wenn ihr jetzt günstige Kesselwagen sucht, geht zu eBay. Aber das ist, denke ich, von den Neuheiten hier ein vielleicht ja, so unter dem Radar auf jeden Fall eine gute Sache. Dann haben wir hier nochmal eine E-Lokomotive. Also Sommerneuheiten 2022 ist so ein bisschen umlackieren bei Märklin. Ja, also auch das ist jetzt kein neues Modell, das ist einfach eine Baureihe 189, wie wir sie schon mal gesehen haben. Mit einer Lackierung jetzt hier als, was ist das, Niederlande. Und zwar von der Firma Rotterdam Rail Feeding BV RRF. Also sieht schon ganz cool aus, so bienenmäßig irgendwie. Die Farbgebung gefällt mir, aber es ist jetzt auch für eine Neuheit halt eine andere Farbe, sonst nichts Besonderes. Und ja, manchmal wird hier auch so ein bisschen, werden hier Dinge aufgeschrieben, wo man sagt, naja, ist das jetzt besonders? Also Führerstände mit Inneneinrichtung. Ich würde mich eher ärgern, wenn das nicht so wäre. Ob man das jetzt hervorheben muss, weiß man nicht. Interessant ist jetzt, hier ist das Fernlicht schaltbar. Das ist bei anderen Lokomotiven halt nicht der Fall. Man muss anscheinend immer so gucken, was gibt es so an Funktionen, was kann man so machen. Preis 379, auch hier keine wirkliche Änderung. Also in der gleichen Range wie vorher die Lokomotiven. Finde ich wiederum interessant. Also die alten Vectrons zum Beispiel, wir haben ja jetzt Niederlande hier, 379. Die Vectron 39, was ist das? 535, die auch aus den Niederlanden kommt, die soll auch kosten 379, ist auch ein aktuell angekündigtes Modell. Also insofern sind wir hier für eine vergleichbare Lokomotive auf einem vergleichbaren Preisniveau. Jetzt kommt was, wo es allerdings ein bisschen teurer wird. Und zwar hier so ein relativ platter, in jeglicher Hinsicht platter Containertragwagen, diesmal in hellblau mit einem braunen Container, wo man hier nochmal ein Detailfoto hat von einer Sache, die richtig mies aussieht. Das ist eigentlich schon wieder interessant, weil die detaillierten Stirnseiten, so wie das hier beschrieben sind, die sind im Verhältnis zu dem, was ihr jetzt, wenn ihr so einen Container kauft am freien Markt, von, was weiß ich, Modellbahn Union oder so, das ist nicht so detailliert. Also ich würde es jetzt vielleicht nicht mit so einem Foto hervorheben, weil so detailliert sieht das jetzt hier wirklich nicht aus. Aber worum es mir jetzt hier tatsächlich geht bei dem Ganzen, ist der Preis. Und zwar soll der jetzt kosten 74,99 €. Ein Wagen mit einem Container, 75 Euro UVP. Das ist die 47136. Es gab jetzt vor kurzem die 47135, also einen Zähler runter. Ein Container-Tragwagen mit einem Container, der sollte kosten 69,99 € UVP. Und den fand ich schon ordentlich pricey angesetzt. Das heißt, hier sind wir jetzt 5 Euro teurer geworden auf einen, ja, vergleichsweise günstigen Wagen. Was kann man also bisher sagen? Wir haben bei den größeren Lokomotiven bisher jetzt keine wirkliche Preissteigerung gegenüber jetzt, sag ich mal, vor 6 Monaten ungefähr oder ähnlichem, wo, also quasi vor Kriegsware, ja, kostet genauso viel. Bei den günstigeren Wagen sieht man jetzt allerdings eine gewisse Preissteigerung. Das heißt also, entweder ist es so, dass man jetzt als Märklin die Marge bei den teureren Modellen noch relativ, sagen wir mal, gut beibehalten kann bei dem Ganzen und deswegen jetzt noch nicht den Bedarf hat, das zu erhöhen. Oder man sagt, da ist eine gewisse Grenze erreicht, viel mehr geht jetzt gerade nicht.
Was es ist, kann ich euch natürlich nicht beantworten, aber was ich sehe und was ihr auch sehen werdet, ist, dass der Einstieg ins Hobby und der Kauf einzelner Wagen, der wird teurer. Aber die richtig sowieso schon teuren Lokomotiven oder so, da scheint sich jetzt momentan zumindest noch nicht so viel zu tun. Also hier 5 Euro mehr UVP für einen Wagen, der schon vorher eigentlich überteuert war, weil ich glaube nicht, dass da, ja, sagen wir mal, im Verhältnis zu einer Lokomotive mit der ganzen Technik, die dann 379 kostet, hier in einem 75 Euro Flachwagen mit einem Plastikcontainerchen drauf irgendwie so viel drinsteckt. Ja. Aber das Ganze passt zu dieser Lokomotive. Und ich hatte ja gesagt, wir haben so ein bisschen die Umlackierung, Neulackierung. Also diese BB2000 von Foslo, die ihr hier gerade gesehen habt, die G2000 BB, die gibt es schon von Märklin. Die gibt es auch schon in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Farbgebungen. Eigentlich in jedem Katalog ist sie immer mal wieder irgendwie drin. Es ist ja auch eine super interessante Lok. Die muss ich euch eigentlich auch nochmal vorstellen. Was ich halt an der Lok spannend finde, ist zum Beispiel dieser Laufgang außen komplett mit den vielen Geländern und so. Und tatsächlich gefällt mir diese Farbgebung hier auch relativ gut, weil die einfach mal so schön schlicht ist. Also sonst haben wir die immer so in ultra bunt, gelb, grün, rot und so weiter gehabt. Und hier ist sie einfach mal schön schlicht gehalten. Das finde ich persönlich sehr angenehm. Aber auch hier jetzt kein ultra krasses Highlight oder sowas dabei. Also wir haben eine Führerstandsbeleuchtung, wir haben wie immer Spielewelt-Decoder mit einem Pipapo. Wir haben normale Funktionen, wir haben normale Lichter und that's it. Preis 359, also auch der Preis ist jetzt relativ normal geblieben. Da hat sich jetzt auch nicht wirklich was getan. Dann ein Highlight, das ihr alle schon kennt, was hier aber anscheinend nochmal in den Katalog rein musste. Da haben wir es. Die dänische Staatseisenbahn, 175 Jahre Jubiläum, die E991 für 629 Euro UVP. Habe ich 2 Videos online hier schon auf dem Kanal, wenn ihr euch dafür im Detail interessiert für diese Lok. Es ist ein absolut herrliches, grandioses Modell in jeglicher Hinsicht. Es gibt so ein ganz paar minimale kleine Problemchen, und zwar ist das Laufblech an der Seite bei meiner Lokomotive einfach nicht gerade, sondern hat so einen leichten Bogen drin, als wäre es so ein bisschen aus Gummi. Das ist aber wirklich das Einzige, was mir da jetzt irgendwie nicht so ganz gepasst hat an der ganzen Lokomotive. Und man hätte vielleicht noch eine etwas andere Ansage sich wünschen können. Aber ihr kriegt die eh nur noch mit Glück, denn sie ist auch bei Märklin ausverkauft. Das heißt, sie ist nur noch über einen Händler zu beziehen. Und ist natürlich aufgrund der ganzen Details und Ähnlichem, ich nehme sie mal aus der Preisbewertung raus, also die Spezialdampflokomotiven waren schon immer ein bisschen teurer. 629 Euro UVP ist eine Ansage. Allerdings kriegt ihr die jetzt aktuell auch online, habe ich neulich gerade gesehen, für 515 Euro. Also da ist es schon fast ein Schnäppchen, da habe ich überlegt, ob ich mir eine zweite hole. So, dann haben wir hier den Store-Tragwagen, der sieht gefühlt auch immer irgendwie gleich aus. Vielleicht habe ich auch das Prinzip dahinter noch nicht verstanden. Also den gibt es irgendwie öfter oder ähnlich. Passende Ergänzung zu dem bisher erschienenen Container-Tragwagen 47812, 47133 und 47690 zur Bildung eines Containerzuges. Also vielleicht ändern sich auch einfach nur die Betriebsnummern bei denen immer jedes Jahr. Der soll allerdings jetzt auch nur 60 Euro kosten, weil er halt ein paar Achsen weniger hat. Ja. Aber auch da, also ein Flachwagen mit einem Plastikcontainer drauf, 60 Euro, das sehe ich da nicht drin. Unabhängig von Inflationsgedanken, das sehe ich da nicht drin. Also bei einer Lokomotive mit allen möglichen technischen Pipapo, 400 Euro, ja. Bei so einem Wagen 60 Euro, schwierig. Ja. Und jetzt kommen wir zu einem aus meiner Sicht optischen Highlight, für das ich inhaltlich leider überhaupt keinen Sinn sehe. Und das ist diese Lokomotive, die sogenannte Store-Lok für das Jahr 2022, nur erhältlich in den Märklin-Stores. Und das ist eine Class 66, ein hervorragendes Modell. Und ich habe jetzt schon
dauernd auf Videos hingewiesen, nochmal, ich habe zur Class 77, das ist quasi die Schwester-Lokomotive, sagen wir es mal so, ein Review hier gemacht. Und ich kann euch sagen, da das technisch exakt dasselbe ist, bis auf ein paar kleine Anbauteile, das ist ein absolut geniales Modell. Also von der Zugkraft her, von den Details her und auch preis-leistungstechnisch ist die Class 66 bzw. Class 77 bei MacLean wirklich sahnemäßig, ganz, ganz oben mit dabei. Da habt ihr dann wirklich auch so Spielereien wie eine Führerstands- und Steuerpultbeleuchtung, die ihr getrennt schalten könnt. Und so ein super cooles Teil. Nur in dem Fall hier sieht die in Schwarz natürlich super aus. Allerdings steht da ganz fett in Rot MacLean drauf. Also, wenn es die Lokomotive in genau der Form im Original irgendwo geben würde, dann wäre das aus meiner persönlichen Sicht jetzt mal eine super coole Werbelok, die man auch genauso rausbringen könnte. Also wenn MacLean jetzt irgendwo sich diese Werbefläche buchen würde bei irgendeiner Bahn und man hätte eine wirkliche Class 66 oder 77, die so aussieht, ja, als reine Fantasielokomotive weiß ich nicht. Und vor allen Dingen nicht, wenn man jetzt noch den Preis anguckt. Der liegt nämlich jetzt aktuell bei 469 Euro UVP. Und diese Class 66, die wird immer ein bisschen teurer. Also wenn ihr jetzt nicht das Modell hier in Schwarz nehmt von MacLean, was ihr ja auch nur im Store bekommt, das heißt, da bekommt ihr auch keinen wirklichen Rabatt drauf. Also im Store müsst ihr halt den Preis bezahlen, im MacLean Store. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt nicht unbedingt diese Farbgebung, ihr wollt aber das Modell haben, dann gibt es auch die 39066 zum Beispiel von der CFL Cargo, ist auch angekündigt als Neuheit. Die kostet 10 Euro weniger. Warum auch immer. Also aus irgendeinem Grund kostet die 10 Euro weniger und MacLean kann sich das leisten bei einem Modell, was über Händler geht, wo die Marge und so weiter noch runtergeht und bei einem Modell, was sie selber verkaufen, irgendwie nicht. Also es mag daran liegen, dass es hier eine, sag mal, Vitrine dazu geht, wenn ich das gerade richtig sehe. Genau, Lieferung mit Sammlervitrine und Echtheitszertifikat. Das hatte ich eben noch ganz kurz übersehen. Also vielleicht ist das auch der Punkt für die 10 Euro Preisaufschlag hier. Nichtsdestotrotz ist das halt nur so ein Ding, wenn ihr wirklich diese Store-Logs sammelt. Ansonsten sieht die zwar cool aus irgendwie, aber ist schon schwierig. Und das war es auch schon im Bereich H0 jetzt an Lokomotiven. Also ihr habt gesehen, da ist nicht so viel dazugekommen. Pricing, alles noch im Rahmen, keine Megasprünge nach oben oder sowas. Wir bewegen uns auf dem gleichen Niveau wie vorher. Ja, wir sind nicht günstig. Ganz klare Ansage, MacLean ist nicht günstig. Wir sind aber nicht jetzt aufgrund von Inflation oder was es ja auch immer kolportiert wird, irgendwie MacLean kann jetzt hier den Kunden noch mehr ausnehmen und jetzt nimmt man das als Vorwand oder so. Das seht ihr hier alles nicht. Könnt ihr euch angucken, könnt ihr euch die alten Modelle angucken. Der Preis ist fast gleich. Nur bei den günstigen Sachen ist was dazugekommen. Bis dahin würde ich sagen, anständiger, solider Katalog. Nicht wirklich viel Neues drin, außer neuen Farben, die an die Loks gepinselt wurden. Aber ich sag mal, wir haben uns ja mit der DSB-Litra-Baureihe oder der Baureihe E-Litra 991 schon verausgabt, was fachliche Funktion angeht an neuen Sachen, also designtechnisch. Insofern, da würde ich sagen, das passt. Jetzt kommen wir aber zu so einem Punkt, das ist aus meiner Sicht echt mies. Also das ist jetzt richtig, richtig, richtig böse. Und zwar kennt ihr ja alle diese C-Gleis-Drehscheibe. Die viel beschriebene 74861. Die, ich glaube, der eine liebt sie, der andere hasst sie. Also, und die zweite Gruppe ist irgendwie größer. Also es gibt ja auch andere YouTuber, zum Beispiel der Michael Schulz, der ist ja eigentlich in seiner YouTube-Karriere aufgrund der Drehscheibe reingestartet. Da kann er der fast dankbar sein, weil die bei ihm einfach überhaupt nicht funktioniert hat und immer wieder ausgetauscht werden musste. Und wenn man sich so ein bisschen die Preisentwicklung anguckt von der Drehscheibe, dann kann er jetzt nicht der Einzige gewesen sein, bei dem das Teil nicht so richtig funktioniert hat. Dazu kommt noch, dass dieses C-Gleis ja für Teppichbahner gebaut wurde eigentlich mal, dass man also keine Anlage zwingend braucht.
Und das allerdings mit der Drehscheibe überhaupt nicht realisierbar ist. Das heißt also, die einzige Drehscheibe, die wirklich auf dem Teppich flach einsetzbar ist, ist immer noch die alte vom M-Gleis. Und das macht es natürlich ein bisschen schwieriger, weil eine Drehscheibe, die nicht zu der Teppichbahn passte, hatte Märklin ja vorher schon mal. Und zwar war das diese alte Drehscheibe für das K-Gleis zum Beispiel, die so richtig, richtig schick aussah, optisch. Also die so richtig optisch was hergemacht hat. Und dann kam man mit der C-Gleis-Drehscheibe raus, die fachlich, funktional erstmal die Probleme hatte, die aber auch, meine ganz persönliche Meinung, wirklich potthässlich ist. Also das war so ein grauer Betonkasten. Und das war dann teilweise noch so geschönt auf den Werbefotos, dass das richtig gut aussah. Und dann hat man das beim Händler dann auf dem Foto gesehen oder in live gesehen und dachte so, das sieht aber schon so nach billigem Plastik aus. Die wurde dann ja von Sepps 1:87 optimiert für das Märklineum und dann sieht sie auch richtig cool aus. Und jetzt kommt eigentlich das Fiese, weil jetzt haben schon alle, die die Drehscheibe unbedingt haben wollten, haben die gekauft. Ihr habt die also schon. Ihr habt da vielleicht auch schon richtig Zeit reingesteckt. Und ja, jetzt kommt Märklin und sagt, ja, wisst ihr, also wir können das optisch auch ein bisschen besser. Das muss nicht ganz so hässlich sein, wie das, was wir euch ausgeliefert haben. Ja, ihr habt es richtig gesehen. Und zwar gibt es wohl demnächst eine weitere Version der Drehscheibe als 74862, also 861 plus 1 macht 862. Und die ist optisch ein bisschen aufgepeppt. Allerdings auch wirklich nur ein bisschen. Also der Großteil bleibt noch hässlich. Aber es gibt so ein paar Updates. Und zwar seht ihr, außenrum gibt es dann hier die Laufbretter, nenne ich sie mal. Also das Holz quasi, was hier eingelassen wird optisch, was sonst jeder selber irgendwie dazu basteln musste. Dann hatten wir vorher hier in der Mitte einen ganz dunklen Einsatz. Der ist weg. Und auch ist das Laufblech hier an der Seite nicht mehr aus dem gleichen Material wie das Geländer und der gesamte Rest der Bühne. Das war ja alles komplett das gleiche Plastik, sondern es scheint sich jetzt hier ein bisschen zu unterscheiden tatsächlich, sodass man hier verschiedene Materialien hat. Auch hier hinten an dem Bedienungshäuschen hat sich wohl ein bisschen was getan. Das heißt also, dass das Material sich nochmal ein bisschen unterscheidet. Allerdings seht ihr, es bleibt halt immer noch wirklich hässlich im Vergleich zu dem, was man früher mal hatte im Bereich der K-Gleis-Drehscheibe. Und ich glaube, das ist auch noch nicht das, was Märklin eigentlich könnte. Also ich glaube, da könnte man noch viel mehr. Interessant ist, dass wir hier noch 50 Euro hochgehen. Das heißt, die Drehscheibe liegt jetzt nicht mehr bei UVP 499, wo sie vorher mal lag, sondern jetzt bei 549. Das heißt, hier haben wir tatsächlich einen Anstieg um lockerflockige 50 Euro oder eben roundabout 10%. Das ist interessant, weil das hatten wir bei den anderen Modellen nicht. Entweder ist es so, dass tatsächlich hier die Kalkulation so eng war oder man hat Kosten, die sich irgendwie hier entwickelt haben. Ich finde es interessant, dass man ein Objekt, was eigentlich vorher eher schleppend gelaufen ist, ganz offensichtlich, jetzt nochmal teurer macht. Und vor allen Dingen ist hier als auch nichts irgendwo geschrieben, dass das Ganze inhaltlich besser geworden ist. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht reinschreiben im Sinne von, oh, das ist jetzt inhaltlich besser, weil dann würde ich ja zugeben, dass der erste Entwurf, den ihr bekommen habt und vielleicht für viel Geld gekauft habt, jetzt nicht so der richtige war. Was mich jetzt an der ganzen Sache ärgert, warum ich sage, das ist so fies, ist, wir wissen ja nicht, ob das jetzt die finale Version ist. Also wenn jetzt wieder keiner hingeht und die kauft, weil wir alle sagen, naja, das ist ja immer noch nicht so der ganz große Wurf, gibt es vielleicht nächstes Jahr eine 74863, die nochmal ein bisschen besser ist. Also ich weiß nicht, ob man sich da so einen mega Gefallen mit tut, warum man nicht einfach mal die Drehscheibe wirklich nimmt und so macht, wie sie sein sollte. Also mal ein kleines Beispiel. Diese Schiene hier. Das ist ja einfach nur graues Plastik. Offensichtlich auch bei dem neuen Modell gleiche Farbe wie die Grube daneben und wie die Wände daneben. Also alles das Gleiche. Und selbst wenn man jetzt die Grube und die Wände hier immer noch gleich lassen würde, sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das hier, was wir da sehen, auf dem Qualitätsniveau eigentlich eines Kinderspielzeugs ist und nicht auf dem Qualitätsniveau, von dem wir Märklin eigentlich kennen. Also da würde man doch, eigentlich würde ich
persönlich jetzt erwarten, erstmal, dass das eine Metallschiene ist. Okay, aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen verrückt drauf. Nur ich denke mir halt, wenn du 550 Euro für so ein Teil ausgibst, würde ich auch erwarten, dass man da so mal so einen Metallkreis irgendwie da reingelegt bekommt. Kann ja nicht die Welt kosten, kann ja nicht so schwierig sein. Aber gut, es ist Plastik. Und selbst wenn es jetzt Plastik ist, dann würde ich zumindest erwarten, dass die Schwellen farblich ein bisschen abgehoben sind. Dass nicht einfach so dahin geklotzt ist in der gleichen Farbe und dann gesagt wird, mach mal selber. Also, ich finde sie schöner als vorher, aber ich bin da immer noch raus. Sie überzeugt mich immer noch nicht so, dass ich sage, das ist jetzt die Drehscheibe, die ich brauche. Und das ist eigentlich schade, denn ich würde gerne mal so ein Betriebswerksdiorama hier bei mir noch im Regal bauen. Da habe ich ja in der Länge zumindest Platz. Und da könnte man eigentlich so eine Drehscheibe perfekt reinmachen, um auch so ein bisschen Modelle mal zu präsentieren oder so. Aber nicht zu dem Preis mit dem Teil. Ja. Einziger Vorteil ist, dass die Drehscheiben anderer Natur, die älteren, im Preis dadurch nicht ganz so tief gesunken sind. Also wenn ihr jetzt eine alte Drehscheibe habt und ihr wollt die loswerden, werdet ihr euch vielleicht wundern, dass ihr, was ihr da noch für bekommt, weil halt die neue auch so schlecht ist. Ja, wäre die neue richtig gut, wären die alten im Preis einfach in den Keller gefallen. Dann gibt es hier, wenn ich das richtig gesehen habe, neue Lokschuppen. Persönlich finde ich die jetzt eigentlich ganz ansprechend. Also das wäre, sagen wir, der Typ Lokschuppen, den ich mir auch auf meine Anlage stellen würde, wenn ich denn Platz hätte für ein Betriebswerk mit Lokschuppen. Dann wird er bei mir vom Typus her auch so aussehen. Der Preis ist jetzt, also für so ein Plastikmodell, ich nenne ihn euch mal, hoffe mal, dass danach nicht alle vom Stuhl gefallen sind, sondern weiter das Video gucken können, 139 Euro. Für einen dreiständigen Lokschuppen als Plastikbausatz. Das finde ich halt echt krass. Und das finde ich auch so ein bisschen verrückt, weil wir haben ja die Lokomotiven, ihr habt wirklich so ein Hightech-Objekt Lokomotive, da zahlt ihr 379 für. Oder ihr könnt euch halt drei, noch nicht mal drei, aber fast drei so Spritzgusssätze kaufen. Und mehr ist das ja nicht, so ein Plastikbausatz. Das sind ja einfach nur so Spritzgussformen. Und da sollt ihr für eine Spritzgussform für drei Lokomotivschuppen oder einen dreiständigen Lokomotivschuppen, so wäre es ja korrekt, 139 Euro bezahlen. Boah, also das ist teuer. Das ist aus meiner Sicht wirklich teuer. Eine gute, moderne Lokomotive für 379 ist nicht teuer. So, jetzt kommen wir noch weiteres Zubehör. Märklin hat entdeckt, dass es Pufferspeicher gibt. Ja, andere haben das schon ein bisschen länger. Aber nehmen wir mal das Positive. Das gibt's. Das ist Punkt A. Vorher gab es das nämlich nicht. Und ich weiß, dass viele von euch, auch aus dem, was ihr mir schreibt, gerne die Standardartikel zum Einbau hier nehmen bei Märklin, weil die halt so leicht einzubauen sind. Muss man ja auch sagen. Das ist ja mehr oder weniger Plug and Play. Wenn man die ganzen Teile von Märklin kauft, kann man eigentlich jeden Personenwagen damit ausstatten. Vorteil vom Pufferspeicher ist natürlich, dass wir eine Kapazität haben, die dafür sorgt, dass das Licht nicht flackert. Haben meine Wagen nicht, bei denen ich sowas eingebaut habe. Und im Nachhinein denke ich mir, hättest du vielleicht noch die paar Cent investiert und einen Pufferspeicher dazu gehängt. Preislich finde ich das jetzt tatsächlich auch im Rahmen. Also eine so eine LED-Innenbeleuchtung in warmweiß bzw. kaltweiß, gibt es beides, kostet 19,99 inklusive dem Pufferspeicher. Das ist natürlich für eine Platine mit ein paar LEDs und so einem kleinen Pufferspeicher viel Geld. Ja, also die kriegt ihr, wenn ihr das selber zusammenbauen könnt und ihr seid da der Crack drin, dann kriegt ihr das für ein paar Cent online zusammengekauft. In der Kombination, es gibt es noch von ESU, habe ich das gesehen, das mit Decoder kostet das auch so viel. Hier ist es halt ohne Decoder. Also es ist nicht günstig, aber jetzt, wenn man sagt, man erkauft sich damit auch das Plug-and-Play-System von Märklin zum Anbau des Ganzen, dann ist es aus meiner Sicht schon irgendwie wieder okay. Und wir haben ja bei den Wagen schon so ein Preisniveau erreicht. Da macht das ja kaum noch einen Unterschied, ob das Ding jetzt 17 oder 19 Euro kostet. Ja, also ich weiß, das ist ein Bauchgefühlsunterschied, aber wenn wir es mal rein praktisch
betrachten, wenn ihr so einen Ganzzug habt, ihr habt eine Lokomotive für 400, ihr habt vielleicht umgerechnet für jeden der Personenwagen, die ihr da habt, irgendwie schon 90 Euro bezahlt. Und ob ihr jetzt bei der Innenbeleuchtung dann pro Wagen 19,99, 17,99 oder 15,99 oder 22,99 bezahlt, macht den Kohl eigentlich nicht mehr fett. Gut, aber machen wir mal weiter. Container. Und da kommen wir so ein bisschen mal zu dem, was kostet eigentlich so ein Container, weil dann wissen wir nämlich, was die Wagen kosten eigentlich, die wir vorhin hatten. Also 4 Container, 40 Fuß Standard Box-Container, die wir hier haben, die eigentlich alle ganz schick aussehen. Und übrigens auch, zumindest laut diesem Druck hier, wenn man sich das da anguckt, in dem Bereich hier irgendwie deutlich detaillierter aussehen als der einzelne, bei dem das so hervorgehoben wird. Ja, also das sieht hier irgendwie deutlich besser aus als der einzelne Container von vorhin, bei dem das so hervorgehoben wurde. Hier zahlen wir für 4 Stück 44,99. Das heißt also quasi 11 Euro über den Daumen gepeilt für einen Container. Wir hatten jetzt den Containertragwagen, der kostete 74,99. Das heißt, wir wären ohne den Container bei 63 Euro. Das heißt also, ein Containertragwagen ist bei Märklin jetzt ohne Container für 63 Euro im Angebot. Und das ist echt eine Menge Geld. Also für einen leeren Flachwagen sind 63 Euro viel zu teuer. Ja, ansonsten die Container, die sind ja auch schon nicht günstig, muss man ja auch sagen. Also ein Zehner für so einen Container kriegt ihr woanders aber auch nicht günstiger. Ja, das heißt ja nicht, dass jetzt nur Märklin teuer ist. Also aus meiner persönlichen Sicht sind jetzt 10 Euro für so einen Plastikkasten mit Containerdruck drauf wirklich unabhängig von irgendeiner Inflation viel zu teuer, weil das ist ein Centartikel in der Produktion. Auf der anderen Seite, die kosten überall so viel. Also wenn ihr die jetzt versucht, irgendwie günstig zu kriegen, liegt ihr vielleicht bei 6, 7 Euro pro Stück. Bei Märklin kriegt ihr die halt für einen Zehner. UVP, wohlgemerkt. Das ist ja beim Händler vor Ort oder in der Bestellung meistens noch günstiger. So, und der eine oder andere ist wahrscheinlich schon auf diese neuen Kupplungen hier umgestiegen. Die gibt es jetzt eben auch im Zehnerpack. Auch das ist neu. Ich habe die noch nicht mal ausprobiert, um es euch mal ganz offen zu sagen, weil ich bisher und auch jetzt dieses Problem eigentlich nie wirklich hatte. Man muss aber auch dazu sagen, ich fahre nicht nur die Märklin-Kurzkupplung. Also ich habe tatsächlich die Lokomotiven meistens mit einer Relax-Kupplung ausgestattet, weil ich finde, der Unterschied ist relativ gering, aber der ganz, ganz große Vorteil ist eben, dass die Lokomotive dann die Wagen nicht aus der Bahn heben kann in den meisten Fällen, was bei der Märklin-Kurzkupplung theoretisch der Fall sein kann in der Kurve. Das hat man eben mit einer Relax-Kupplung nicht, weil die noch zusätzlich diese Stabilität dann hat, diese Flexibilität dann hat, wo die Kurzkupplung stabil ist. Und dementsprechend habe ich auch gar nicht das Problem, dass ich irgendwo eine Verbindung dann in der Höhe hier habe, die nicht passt. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass es das im Set gibt. Genau. Dann haben wir mal wieder Jahreswagen des Märklin-Magazins. Das ist auch eigentlich, glaube ich, so ein reines Sammlerding. Wer es braucht, gibt es. Diesmal ein Postwagen bzw. ein Güterzug oder ein Begleitwagen. Hier unten ein Gepäckwagen, Güterzug-Gepäckwagen. Ja. Betriebszustand um 1990. Also ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass die jemals durch die Gegend gefahren sind mit so einem Märklin-Aufkleber. Das glaube ich einfach nicht. So, und dann sind wir schon bei der Spur Z. Und genau, ob man es glaubt oder nicht, das hier ist ein Bild einer Spur Z-Lokomotive. Denn Spur Z hat eine Zugpackung Deutsche Bundespost über die Märklin-Händler-Initiative. Das sieht doch schon mal richtig gut aus. 3 Wagen und eine kleine, schöne, schnucklige Diesellok V36 der Deutschen Post. Jetzt habe ich nur ein Problem mit dem Set, und zwar den Preis. Das Ganze, bedenkt bitte, ist Spur Z. Es ist eine analoge Lokomotive ohne irgendwelchen digitalen Schnickschnack, ohne wirkliche Funktionen. Da ist einfach nur ein kleiner Motor drin und ansonsten nichts weiter.
Das soll kosten 299 Euro. Für drei Wagen eine so eine kleine Lokomotive. Und gut, jetzt gibt es noch so ein Tempo-Dreirad als kleine Dreingabe. Also das ist meiner Meinung nach, die Spur Z ist halt wirklich jenseits von Gut und Böse aus angekommen, so von dem, was ihr dafür bekommt. Also wenn ihr Spur Z-Sammler seid, dann seid ihr diese Preise gewöhnt, dann zahlt ihr das wahrscheinlich auch. Aber das ist ja, wenn man das ins Verhältnis setzt, ein Zugset mit einer V36 ohne irgendwelche Gleise, ohne irgendwelches Zubehör, ohne sonstige Funktionen, mit einer mittelmäßigen Detaillierung, weil es halt so klein ist, kostet 299. Ihr kriegt für 299 im Handel ein H0 Startset. Da habt ihr dann auch Gleise dabei, da habt ihr auch einen Zug mit dabei. Und das ist alles von Märklin, das ist komplett digital dann. Also Spur Z ist nur noch für Spezialisten. Das zeigt sich hier auch so ein bisschen weiter auf der nächsten Seite. Das nächste ist dann ganz klar wieder so ein Sammlermodell. Es gibt hier wieder einen Bronzeguss. Und zwar diesmal einen offenen Güterwagen. Ja. Wenn ihr es mögt, werdet ihr euch das holen. Genau. So, was dann interessant ist, und zwar haben wir dann hier auch einen weiteren Bronzeguss, den man das aber nicht ansieht. Und da finde ich, macht das dann schon wieder Sinn, weil die Lokomotive kann man hier auch normal einsetzen. Und dann weiß man, sie ist zumindest extrem hochwertig von dem Material, was verbaut wurde, weil das nicht einfach irgendwelcher Zink Druckguss ist, sondern ist aus Bronze gegossen. Nur jetzt auch wieder der Preis. Also ich habe ja ein Verständnis dafür, dass das vielleicht nicht ganz so leicht ist, diese mini-kleinen Lokomotiven so zu bauen. Aber jetzt soll eine so kleine Dampflokomotive ohne irgendwelche ernsthaften Funktionen 349 Euro UVP kosten. Da legst du noch einen Swanee drauf, dann hast du eine Vectron. In H0. Oder du legst 100 Euro drauf und du hast die gleiche Lokomotive in H0. Die Baureihe 50. Tolles Modell. Übrigens auch, ne, nochmal der Hinweis hier, heute ist Videotag, also auch dazu gibt es ein Video hier. Das ist halt wirklich over the top. Weil ich finde, man kann diesen kleinen Modellen, diese Unterschiede gar nicht so rausgucken. Also mir gelingt es zumindest nicht, weil ich habe selber zum Beispiel jetzt eine Baureihe 50 in meiner Spur Z-Sammlung, die ich geerbt habe hier, die ist irgendwann aus den 80ern oder sowas und die sieht für mich überwiegend so aus wie dieses Modell. Natürlich sind die kleinen Leitungen jetzt hier ein bisschen filigraner, aber es ist nicht so ein mega Unterschied wie bei der H0-Lok, wo man sagt, bei der einen Variante ist das Ganze halt irgendwie mit einem Delta-Decoder, der eine miese Fahreigenschaft erzeugt und quasi angedeuteten Details und beim anderen ist das so hyperdetailliert wie heute mit tollem digitalen Decoder, sondern hier habe ich jetzt halt einen Bronzeguss, aber ansonsten LEDs, ja. Aber that's it. Und das soll 349 kosten. Also ja, das ist echt schwierig. Dann haben wir hier nochmal die Baureihe 101, die wir schon in H0 hatten. Gibt es jetzt hier nochmal als Spur Z-Modell für 229. Da sind also auch die Preise so nochmal ungefähr 10 Euro hochgegangen vom UVP her. Die waren also vorher waren diese Lokomotiven dieser Art meistens so um die 219. Es bleibt immer noch im Verhältnis irgendwie teuer, dafür, dass da halt gar nichts drin steckt. Aber das ist die Spur Z, die ist halt so. Ja. Interessanterweise kriegt ihr in der Spur Z dann auch diese Baureihe 420, die wir schon hatten in H0. Diesmal natürlich ohne jegliche Funktion, außer mit ein paar LEDs, die immer leuchten. Die bekommt ihr auch für 229. Gleicher Preis wie die andere Lok. Das heißt also, da ist quasi so ein gewisser Standardpreis jetzt einfach gesetzt, was so eine Lok kostet. Außer man will dann eine Vectron haben. So sieht die hier aus. Aufwendige Bedruckung, Flying Dutchman und so weiter. Ja, da seht ihr es. Die soll 259 Euro kosten.
So, und das ist natürlich jetzt extrem schwierig, weil wenn ihr eine H0-Bahn habt, habt ihr H0, wenn ihr Spur Z habt, habt ihr Spur Z. Aber ich würde euch jetzt ganz klar ans Herz legen, wenn ihr eine Überlegung habt, welche Vectron holt ihr euch, dann holt ihr euch nicht die 88233 Elektrolokomotive Baureihe 193 Vectron in Z für 259, sondern ihr geht zum Fachhändler eures Vertrauens und lasst euch mal für eine Vectron der Baureihe 39X, also aus der aktuellen Serie, für eine Farbgebung, die euch gefällt, ein ordentliches Angebot geben. Und dann werdet ihr sehen, dass aus dem UVP von 359 bzw. 379 wahrscheinlich noch ein bisschen was runtergeht. Und dann werdet ihr für ein bisschen mehr Geld, als ihr für diese Mini-Vectron ohne Funktion ausgeben müsstet, eine Vectron bekommen mit ganz, ganz vielen Funktionen. Ja, also Spur Z hat sich jetzt wirklich eingeschossen auf absolut Spezialisten. Lasst mich in Ruhe, lieber Neukunde. Aber okay, müssen wir mitleben. Dafür gibt es ja noch, ideal für Einsteiger geeignet, die Spur 1 bei McLean. Die ist so groß, da kann auch der Einsteiger fast nichts kaputt machen. Gibt super viele Details, sieht aus wie das Original und ist ja auch günstig, wie wir wissen. Also jetzt mal zurück zur Ernsthaftigkeit. Das Modell, das ist diese Baureihe 02, die hatten wir in H0 letztes Jahr schon. Und die soll jetzt kommen in Spur 1. Und da seht ihr auch, das handelt sich, wer meinen Kanal verfolgt hat, schon ein paar Mal um eine was. Was haben wir hier? Was sehen wir hier? Wir haben hier was, das nennt sich Zylinder. Wir haben hier und hier was, was nennt sich Zylinder. Und auf der anderen Seite natürlich auch. Damit haben wir vier Zylinder. Das heißt, wir haben eine Vierzylinder-Verbund-Dampflokomotive in Pacific-Anordnung der Räder. Das ist die sogenannte Baureihe 02. Hier jetzt in einer Umbauversion der Deutschen Reichsbahn mit dem Titel oder Namen Schorsch wurde sie dann genannt, diese Lok. Ganz berühmtes Teil. Und nach dem, was ich hier sehen kann, in einer hervorragenden Umsetzung. Also es ist komplett aus Metall. Wir haben hier natürlich einen Pufferspeicher jetzt mit drin bei diesen großen Loks. Bei den kleinen macht man es aus irgendeinem Grund bei Märklin nicht, obwohl andere Hersteller das auch können. Aber gut, wir haben einen radsynchronen Dampfausstoß, das ist, glaube ich, sehr, sehr positiv mal zu sehen. Dann gibt es eigentlich alles, was man sich so wünscht. Alle möglichen Türen sind zu öffnen. Und der, wie heißt der hier, der Lokführer ist irgendwie auch bewegt. Das Ganze ist knapp 73 cm lang, also in etwa so, jetzt mal so hier in den Größenverhältnissen hier, so lang ist diese Lokomotive, sie wiegt etwas über 9 Kilo und ihr bekommt für diese 9 Kilo einen Preis von 3.590 Euro aufgerufen. Und jetzt mal festhalten, wir sprechen ja jetzt von einer Lokomotive, die jetzt wahrscheinlich erst produziert wird für Märklin in den Werken, entweder in Göppingen oder eben in Ungarn. Und 3.590 Euro ist exakt der gleiche Preis, der aufgerufen wurde für die S26 neulich, vor ein paar Monaten, wo wir natürlich auch schon gesehen haben, dass es eine Preisentwicklung geben wird, aber wo noch nicht klar war, dass jetzt durch den Krieg in der Ukraine die Preise so krass ansteigen werden, wie sie es gerade in vielen Bereichen tun, aufgrund von Ressourcenmangel und ähnlichen Dingen. Heißt also, dass hier auch wiederum McLean eine sehr sensible Preispolitik hat, weil ich bin mir sicher, dass man theoretisch hier noch deutlich mehr hinschreiben könnte. Denn wenn ihr 3.590 ausgebt für eine Lokomotive, dann würdet ihr wahrscheinlich auch 3.600 oder 3.790 für diese Lokomotive ausgeben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der jetzt sagt, ich gebe 3.590 aus für so eine Lok, sagt, ah nee, also 3.690, da bin ich raus. Dann nicht, das sind 100 Euro zu viel. Also insofern finde ich das schon sehr, sehr fair. Das gilt allerdings auch nur, wenn ihr die vorbestellt, bis zum 30.06.2022. Danach kostet die 3.990 Euro die Lokomotive. Das mal so als kleiner Hinweis. Auf der anderen Seite gehe ich jetzt mal davon aus, dass quasi jeder, der in der Region hier denkt, aber schaut euch das wirklich mal an, das wird ein Hammermodell. Ja. Der wird diese Lokomotive wahrscheinlich auch vorbestellen. Der hat das wahrscheinlich schon getan. Beziehungsweise der hat einen Händler und der Händler weiß, was ihr so sammelt, was ihr so haben wollt und der hat euch schon eine zurückgelegt.
in der Bestellung. Das wäre jetzt eher mal die Vermutung, wenn wir uns in der Kategorie Lokomotiven bewegen, dann seid ihr ja auch bei eurem Händler wahrscheinlich sehr beliebt, wenn ihr da regelmäßig Loks für 4.000 Euro kauft. Insofern wird ein super cooles Modell, werden wir hier auf dem Kanal leider nicht sehen können. Ich muss die Lokomotiven ja bezahlen, also einzige Chance wäre, dass MacLean mir die gratis mal herstellt, dass wir uns die mal reviewen können. Aber ich werde mal fragen, ich vermute, die Antwort ist nope, aber man weiß es nicht. Ich werde es probieren und ich werde euch berichten, was rausgekommen ist. Ja, und das letzte abschließende Teil ist dann hier so ein kleines Tempo-Dreirad, glaube ich, oder ist das Tempo? Tempo-Dreirad Hanseart. Ja, mit MacLean-Aufdruck. Vielleicht gab es das auch mal wirklich so. Gibt es ein kleines Fahrerfigürchen drin? Ja. Für die Spur 1, Freunde. Bestimmt ganz nett. Und das war's. Mehr gibt's hier nicht. Heißt also, wenn wir mal zusammenfassen, also erstens, bei den Standardlokomotiven hat Inflation bisher überhaupt keinen Impact auf den Preis, bleibt alles wie es ist. Bei den günstigeren Dingen wie Wagen oder sowas wird schon so hinten durch die Brust ins Auge mal ein Zehner oder sowas obendrauf geschlagen, um die Marge zu optimieren. Und ansonsten haben wir größtenteils Neulackierungen jetzt hier drin, die aus meiner Sicht aber okay sind. Ja, Spur Z lasse ich mal außen vor. Ist halt nur für Sammler gedacht. Ich bin mit den Neuheiten jetzt, ich glaube, das ist okay. Ja, ich glaube, das ist in Ordnung. Man muss ja auch bedenken, wir haben ganz, ganz viele Sachen, die noch gar nicht ausgeliefert wurden. Die kommen jetzt so nach und nach. Aber MacLean leidet ja unter denselben Themen wie viele Unternehmen, was Lieferschwierigkeiten von Zulieferern angeht und so. Also insofern wäre es jetzt auch vermessen, jetzt wieder 20, 30, 40 Neuheiten anzukündigen und dann stellt man fest, ah, das können wir ja alles gar nicht ausliefern, das dauert bis 2026. Ich denke, dass hier auch erstmal jetzt so ein bisschen abgebaut wird an Rückstand und da muss man natürlich auch bedenken, ihr habt es vielleicht auch gesehen, dass dieser IFO-Verbraucherindex, der immer gebildet wird, der ist jetzt auf der niedrigsten Stufe quasi, wo er in der Finanzkrise, glaube ich mal, war oder Anfang der Corona-Pandemie, wo man noch nicht wusste, wie sich das Ganze jetzt entwickeln wird. Das heißt also, aktuell ist gerade die Kauflaune, um es mal auf Deutsch dann einfach zu übersetzen, extrem im Keller. Heißt also, wenn man jetzt in der Phase, wo die Kauflaune im Keller ist, sagt, ey, dann hauen wir jetzt mal richtig viele Neuheiten raus, kann man davon ausgehen, dass das mit den Bestellungen ein bisschen schwieriger ist. Wenn man jetzt allerdings Richtung Herbst geht, wo wahrscheinlich sich die Kauflaune auch wieder ein bisschen erhöht, wo Weihnachten kommt, tippe ich mal, dass MacLean da einiges dann nochmal rausdrücken wird und das war jetzt eher so ein bisschen so, wir müssen was machen, wir wollen was machen. Wir haben gerade für die Schweizer hier richtig spannende, schöne Modelle für die 175-Jahr-Feier. Für die Dänen oder Dänemark-Fans war ja auch schon was dabei in den letzten Wochen. Und der Rest ist halt so ein bisschen Füllmaterial außenrum. Ja, so den nächsten Rohrkrepierer haben wir auch gesehen, böse gesagt. Schauen wir mal, ich steigt dann ein ab der 74863, wenn sie dann so richtig schick geworden ist, wenn es sie dann noch gibt, die Drehscheibe. Gut, also das soll es jetzt mal zum Einstieg für heute wieder gewesen sein. Macht euch keine Sorgen, ich habe massenweise Lokomotiven für die Reviews hier. Ich muss jetzt einfach mal dazu kommen, da auch die Historie zu recherchieren. Also in Summe, glaube ich, sind das jetzt 8 Stück, die ich euch noch vorstellen könnte. Ja, da wisst ihr, da habe ich viel zu tun. Müssen wir auch mal schauen, gibt es wahrscheinlich die ein oder andere, die historisch gar keine wirkliche Bedeutung hatte, wo wir das dann doch kurz halten können, was die Historie angeht, weil es halt nicht so viel gibt. In diesem Sinne, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern, habt Spaß mit der Modellbahn, habt Spaß auch mit den Neuheiten, die ihr hier bestellen könnt, sind schöne Sachen dabei und wir sehen uns hier sehr gerne in Kürze wieder, wenn es wieder heißt. Wir machen ein Lok-Review auf Johns Moba. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao. Und wenn du so lange durchgehalten hast, neben diesen tollen anderen Videos hier, eine kurze Frage an dich. Ich sammle gerade die schlimmsten Modellbahn- bzw. Händler- und Modellbahnhersteller-Erlebnisse, die ihr hattet und möchte das mal vergleichen mit meinen Erlebnissen in den letzten Monaten. In diesem Sinne, wenn du da was hast, schreib es gerne in die Kommentare rein oder schreib mir eine Mail an mail@johnsmoba.de. Schreib mir dann bitte auch dazu, ob du das anonym oder nicht anonym veröffentlicht haben möchtest in einem Video von mir. So viel für jetzt. Und jetzt ist wirklich Schluss.
Ciao.